Kerstin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, und irgendwie immer, wenn man sagt, dass man gerade anmoderieren will, schafft es der Epi da reinzureden. Ich weiß auch nicht, wie er das so macht. Das mache ich ja mit Absicht, das weißt du doch. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Sag ich nicht. Der Epi hat nämlich was gefangen, wo er fast verreckt wäre am Ende der letzten Folge, beziehungsweise wo wir nicht mehr aufgenommen haben. Und ja, ich würde gerne mal wissen, was das ist. Ach, die... Aber der mit der Farbe? Oder ist das Eis? Ich bin mal gerade nicht sicher. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Gehst du von meinem Jumbo-Ei weg hier? Pyrinoct. Zeigt der mir das eigentlich an? Müsste der ja, ne? Wenn ich den bei dir gesehen habe, dann registriert er den doch auch im Paldex. Ja, aber er zeigt dir nicht die Eigenschaften an von dem. Nee, aber der müsste den doch dann auch... In der Liste haben, ja. ...da drin haben. Aber ich finde ihn nicht. Aber du sollst keine Eier warm machen, mach lieber hier Eisen. Ja, Eisen wollte ich jetzt nochmal neu reinmachen. Mach's mal auf dem anderen nochmal Maximum Eisen. Ja. Oder auf dem ersten. Das Problem ist, jetzt hast du das hoffentlich nicht bei dir im Inventar, weil ich sehe es nämlich ja, nicht in der Liste. Ich hab's mitgenommen. Ich behalte das jetzt. Du kriegst das nicht. Ja, ich brauche 100 Stück, um das Fließband zu bauen. Ja, und ich habe jetzt hier, warte, ich habe 43, jetzt sind 73 in den Dingen hier drin. Also es fehlen nicht mehr viele. Ja. Und der, also dann machen wir quasi das, was wir jetzt haben. Guck mal, und der hat schon 6 Stück gemacht jetzt in der Zeit. Der ist richtig schnell, dieses Viech. Was hat der denn? Level 2 oder 3? Level 2 Feuer, so wie der Azurok, die wir immer noch nicht haben. Ja, so wie meiner. Der hätte jetzt auch da weitergemacht, aber der ist irgendwie jetzt da hinten bei den Eiern und ist ja am Wärmen. Ich meine, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Ich weiß auch nicht, inwiefern das eine Auswirkung auf die Eier hat. Also ich konnte es selber leider noch nie ausprobieren. Ob der eventuell... Also ob dann eventuell bessere Pals rauskommen, weißt du? Dass das irgendwie... Ja. Mhm. Irgendeine Auswirkung hat. Ach... Nee, ich glaube, das hat eine Auswirkung auf die Brutzeit. Kann das sein? Weil hier steht jetzt Bruttempo plus 50%. Es steht wahrscheinlich schon vorher fest, was da rauskommt, aber die Brutzeit wird dann schneller gemacht hier. Ja. Das vermute ich jetzt zumindest mal. Es tut mir leid, dass ich deine Kumpels töten musste. Der eine war ein Versehen und der andere, das war nicht ich. Er ignoriert mich, er will nicht mit mir reden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Also wir brauchen noch knapp 30 Barren. Wenn der da hinten ein bisschen schneller machen würde. Seid ihr schon fertig? Nee. Warum gönnst du dir ein Päuschen? Hallo, ich habe dich gerade aus der Sklaverei befreit. Und jetzt bist du hier und jetzt schläft er hier mitten im Bad. Ich glaube, Takt. Leute, also diese Arbeitsmoral hier, die ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Du kannst deine Palbank verbessern. Ja, kannst du das eigentlich auch hier, ne? Ich darf ja hier nichts machen. Ja doch, das Verbessern brauchst du ja nur drauf zu klicken. Wenn du mir Bescheid sagst, so nach dem Motto, ich verbessere die eben oder so. Wobei, eigentlich musst du da nicht für Bescheid sagen. Ja, irgendwie sieht das cool aus. Mit deiner Mrs. von und zu. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Wie sie hier den Generator macht. Wieso macht die eigentlich den Generator? Wo ist denn hier mein Elektropal? Gönnt sich ein Päuschen. Ja, natürlich. Ständig gönnen die sich irgendwelche Päuschen hier. So, das ist jetzt von 30... Ja, das ist von 30 auf 42 Minuten. Jetzt ist er gerade... Hat er jetzt angefangen hier zu heizen. Und jetzt bin ich wieder auf 28 Minuten runter bei mir. Also da können wir jetzt definitiv ganz klipp und klar sagen, je besser das geheizt ist, umso schneller ist es quasi fertig. Was den habt ihr hier eigentlich für Probleme, Leute? Hallo? Was ist mit dem Pal? Was wie? Den roten, den habe ich überall auch. Den auf zwei Beinen? Ich komme gar nicht drauf. Ja. Hat's ihn eben noch geholt? Ja. Oder für euch in der letzten Folge? In der letzten Folge habe ich den geholt, ja. Unter Einsatz meines Lebens auch.
Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, weil der Epi irgendwie ständig sein Leben im Moment einsetzt. Opfere. Ja, ja. Aber warte mal, ich habe noch einen anderen. Warte mal, den wollte ich mir eigentlich angucken. Jetzt geht er vom Bergbau weg, um da hinten die Eier zu wärmen. Mhm. Ich sehe hier alles. Ich habe hier extra Spionagefenster oben eingesetzt. Ich würde erst sagen, der verbrennt das Ei. Aber sonst macht er nichts. Leute. Und mein Wulmak, der pennt hier immer noch mitten in der Oase. Was soll das? Also diese Arbeitsmoral, das ist wirklich... Das ist echt schlimm. Ich habe immer noch keine Nägel. Ja, ich crafte gerade. Das dauert ewig. Sag! Aber wie viel brauchst du denn? Ja, ich brauche jetzt noch einen. Also so einen doppelten. Ja, den macht gerade diese Barista hier. Dein Mau hat Zuckerwatte gegessen. Sind die verfressen, deine Pals hier? Nee. Die werden gerade misshandelt. Ich hab immer noch keine. Ja, so geht das nicht hier. Nein. Och, jetzt habe ich nicht ernsthaft einen Ball weggeworfen. Das nervt mich so dermaßen. Ja. Ich muss mal jetzt was Grausames tun und ihr müsst alle weggucken. Oh mein Gott, du bist jetzt nicht dein eigenes Pal hier am Schlachten, oder? Doch, weil davon gibt es legendäre Baupläne. Nein! Warte, ich guck zu. Warte, ich brauche noch 5 Sekunden. Ich muss erstmal. Wie viel habe ich denn von den Captiva? Da habe ich so viele von, aber ich nehme mal einen. Dankeschön. Wo bist du? Du Mörder, du Palmörder. Warte. Ich mache ihn hier hin. Er darf noch was Schönes gucken. Ja? Ja, was ist denn hier Schönes? Die Watte oder was? Die Wolle oder was? Weiß ich nicht. Ich hoffe, das Nein, ist wirklich hier. Deiner. Der haut ab. Bleib hier. Ja, wo ist der hin? Der steht doch hier, der will arbeiten. Wo? Hinter dir. Da. Aber hoch? Nicht meine Dings hier machen. Nimm ihn erstmal mit. Ja. Nein, jetzt siehst du hier genau, das ist genau die Scheiße, ey. Geh doch mal weg. Mhm. Ich dachte, man kann... Nee, wie macht denn das? Ja, das weiß ich doch nicht. Ach so. Nee. Das geht nicht. Bist du fies? Du streichelst die erst und dann willst du sie umbringen. Kannst du die nicht hoch? Warte mal, kannst du die nicht hochheben und dann? Nein, es hieß, das ändert sich der Befehl zum Streicheln, ändert sich oder Füttern, ändert sich zum Schlachten. Ich habe das noch nie gemacht. Wichtig ist nur, dass du den mal da rausholst, auf jeden Fall, dass du nichts anderes jetzt hier aus Versehen machst. Am besten nimmst du den gar nicht mit in die Basis, sondern gehst mal ein bisschen außerhalb. Oh ja, jetzt steht's da. Warte, guckst zu. Warte. Ich muss hier hochklettern. Oh Gott, der Arme. Oh, sie zeigen's nicht. Ja, weiß ich doch. Hab ich doch gesagt. Es ist verpixelt. Oh, er ist im Boden reingefallen gerade. Mörder! Mörder. Du Mörder! Nicht Befehl. Hier. Da. Oh nein, du Mörder. Das war grausam. Ja, du bist ein grausamer Mörder. Oh. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Der EP wird verbannt. Verbannung. Denn er wusste, was er tat. Ja, ich hatte Dein Ei ist übrigens fertig. Ich habe mehr als 10 davon gehabt, deshalb musste der leider dran glauben. Ja, du musst 100, wie war das, 160, 167 musst du töten, damit du... Oh, ich habe 9. Let's Punk Ignis, diese komischen, die auch angreifen. Let's Punk Ignis, Gesundheit. Azi. Sag mal, was macht deine dämliche Schildkröte hier eigentlich? Keine Ahnung. Die planiert gerade die Wollywoops. Die haben schon Panik, glaube ich. Ja, irgendwie. Aber ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, die Kuh ist schon abgehauen eben. Die war schon hinten beim... Hallo? Lässt du mal meine Pals hier in Ruhe? Jetzt warum, backt der hier auch noch so rum. Warum rammelt der? Der will sich paaren, glaube ich. Sollen wir den mal paaren? Wie sollen wir den mal paaren? Mit wem? Nee.
Nee. Den doch nicht. Ja, warte mal. Warte mal. Ich guck mal eben nach. Was ist denn das für ein? Das ist ein Weibchen. Der ist krank. Dein Paar ist krank. Warum? Nein. Das weiß ich nicht. Ja, da steht bei mir steht drauf. Der brennt, wollte ich gerade sagen. Also oben rechts steht nur, er ist ein bisschen. Er ist weg! Nein, er liegt. Er liegt hier mit seinem Feuer mitten im Wasser drin. Der passt überhaupt nicht rein. Nee, irgendwie. Gibt's für den eigentlich einen Sattel? Nee, ne? Irgendwie ist der ein bisschen groß, glaube ich, ne? Bisschen. Geringfügig. Ja, aber nur geringfügig, genau. Also ich werde jetzt mal eben gucken, was wir miteinander paaren können, beziehungsweise mit dem paaren können, dass wir was Gutes rauskriegen. Es kann sogar sein, dass wir da mitten ein Anubis hinkriegen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Also, Schmetterling war das. Hast du, was für ein Schmetterling hast du? Ich habe einen männlichen Schmetterling. Ist allerdings ein Faulpelz. Ich habe drei Stück. Ich habe einen männlichen. Wo steht das, dass das ein Faulpelz ist? Ja, wenn er da drauf ist mit dem Cursor. Ja, da steht, bei mir steht Wunderstaub Level 1. Keine Ahnung. Mit dem Cursor. So, und dann steht hier nochmal. Ah, nee. Da unten steht. Ach nee, der eine hat gar nichts. Und dann habe ich noch einen männlichen. Der ist Workaholic. In Stufe. In Episch. Hast du auch einen weiblichen? Ja, habe ich auch. Der ist fragil, was also nicht so doll ist, glaube ich. Hast du vielleicht ein weiblich? Achso, nee, warte mal, das ist ja besser. Ja. Also ich habe nur zwei männliche, also männlichen Vanwurm, weißt du, diese Fliegedinger, die wir eben hatten, und einen männlichen Schmetterling. Die kannst du natürlich nicht paaren. Ja, aber die weiblichen ist Mist, ich habe die eine. Aber ich weiblichen Schmetterling kann ich raustun, aber die ist halt, hat keine tollen Passiven. Der Männer. Ja, meine ist ein Faulpelz. Also. Ja, der Mann wäre ein Workaholic, den ich als Schmetterling habe. Der ist auch so ein Arbeitstier. Ja, sonst tu den Workaholic schon mal rein und schnapp dir den mal und schmeiß den mal in die Dings rein. Der will doch gleich arbeiten wieder, der ist so süchtig. Und du hast einen weiblichen Vanwurm, hast du gesagt, ne? Was war Vanwurm nochmal? Die Fliegedinger, über die wir die ganze Zeit reden. Da habe ich, glaube ich, mehrere von. Kann ich gleich mal gucken. Warte mal. Ja, wichtig ist, dass es ein weibliches ist. Und ich muss mal eben gucken wegen der Torte. Ja, aber der bleibt nicht hier. Doch, der bleibt da. Doch, doch. Also wenn du den reingeworfen hast, ja. So, was willst du diesen ja, wir brauchen hier noch Mehl. Warte mal. Hatte ich hier schon welches hergestellt? Natürlich. Nee, Moment. Das ist die. Oder? Doch, das ist das doch. Oh nein, wir können nur drei Mehl machen. Willst du mich? Oh nee, komm. Ich brauche fünf Mehl. Also ich habe einen männlichen Wammel, der stammiger Wuchs hat. Ein männlicher Wammel. Aber ich habe nur und einer, der ist mutig. Das ist aber auch, das ist aber eine Frau. Das ist ein ja, das ist ja klar. Nee, nicht klar. Ja, mach mal den Mutigen rein, ansonsten. Ist ja. Aber wir brauchen aber halt auf jeden Fall noch die zwei Torten. Oder aber der Mutige ist weiblich, ne? Das weißt du, ne? Warte mal. Ja, das passt ja. Das passt ja. Ja, der ist männlich hier. Okay, ich hatte keine Torte reingetan. Ja, das Problem ist der Weizen. Pass auf, dann machen wir das anders. Dann kaufe ich kurz Weizen. Die sind ja nicht so teuer. Weil ich möchte das nämlich jetzt gerne machen mit euch. Ja, aber welchen tue ich hier raus? Welchen tue ich noch? Einer muss noch raus aus dem, die jetzt drin sind noch. Ja, ja. Ach so. Warte mal, da gucke ich gleich nach. Ich muss mal kurz. Das oder soll ich die Schildkröte? Ne, aber die Schildkröte war es ja nicht gut. Soll ich dann? Ich könnte den Holzhacker hier, diesen komischen. Du machst Geweiß da gar nichts von mir raus. Wenn, dann mache ich den gleich raus. Ja, dann mach du den aber raus. Schnell jetzt. Schnell geht nicht. Ich kaufe Weizen. Der schießt dich, wenn du wieder kommst. Wir machen das jetzt einfach so, damit es schneller geht. So. Normalerweise würde ich das nicht machen für sowas. Ich habe aber auch keine Ahnung, warum der so lange braucht hier, um sowas herzustellen. So, dann einmal wieder zurück. Ach,
Ach, ich Idiot. Hallo. Ich habe Weizen geholt. Ich hätte doch natürlich Mehl holen müssen. Hatte der auch Mehl oder hat der nur... Ich bin mir gerade nicht sicher. Sag mal nichts dazu. Ich hoffe, wir kommen mit einer Torte aus. Hallo? Ich brauche Bewässerung. Hallo? Oh, lass uns mal schnell die Nacht überspringen. Die arbeiten wir dann nicht. Hallo, hier, Bewässerung. Leute, macht mal hin. Ich habe leider jetzt auch gerade keinen Wasserball mehr dabei. Wo ist der Typ denn? Jetzt backt der da hinten in der Ecke rum, oder was? Okay, ich glaube, ich bin gerade vom Server geflogen. Ja. Ich melde mich dann gleich nochmal. Ja, failed to EOS. Wahrscheinlich wieder mal. Vielen Dank an 1&1 für die mega tolle 250.000 Gigabyte Leitung. Vielen, vielen Dank dafür, dass die immer so wunderbar funktioniert. Ja, ihr Lieben, ich weiß gerade gar nicht, wo ich genau bin hier. Ich bin wieder drin. Der Epi ist kurz weg, der kommt allerdings auch sofort wieder. Ich muss jetzt mal schauen, der hat gesagt, dass er soweit schon alles vorbereitet hat. Wobei, achso, der zweite fehlt jetzt natürlich noch. Weil wir müssen jetzt erstmal einen noch hier rausnehmen. Ja, sonst würde ich sagen, dass wir vielleicht fürs Züchten jetzt gerade die Kuh mal eben rausnehmen. Die hat jetzt keinen so irre großen Effekt. Machen wir hier die Mutzkuh raus. Dann kann der Epi noch einen zweiten reintun. Er hat nämlich jetzt hier den Schmetterling reingemacht. Der hat zwar auch den Duckmäuser drin, das ist nicht so gut, aber der hat einen Workaholic drin. Das ist immerhin schon mal etwas Gutes. Und der ist männlich. Und den werden wir jetzt mit einem weiblichen... Ich zeige euch das mal eben bei mir. Ich habe nur leider männlich. Mit einem weiblichen Vanwyrm kreuzen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Der Epi hat gesagt, der hat die Torte schon reingemacht zu machen. Die ist aber anscheinend noch nicht fertig, so wie es aussieht. Ah doch, fertig ist es schon. Das heißt, die können wir schon mal nehmen. Und dann können wir direkt schon mal die nächste hinterher werfen. Weil unter Umständen kann das nämlich sein, dass wir zwei davon brauchen. Ist jetzt ein bisschen blöd natürlich, ist jetzt dunkel. Ohne ein Epi können wir jetzt auch leider nicht überspringen. Ich wollte gerade sagen, die Torte ist weg. Ich tue die Torte mal eben rein. So, ich weiß immer noch nicht, ob es ein Bug ist, dass die Torte nicht runtergezählt wird. Ich hoffe nicht, weil das natürlich sehr, sehr positiv immer ist. So, achso, wenn wir schon mal dabei sind, müsste theoretisch... Genau, mein Ei ist ausgebrütet. Dann schauen wir doch mal kurz. Wie geil! Und dann auch noch als Motivationscoach. Ich erfriere gerade. Ich habe einen Ragnarok. Ein Ragnarok. Ich weiß nicht, warum ich immer an Valhalla denken muss. Da ist ein Platz frei bei dir. Nicht bei dir. Ich habe die Mutzkuh erstmal rausgetan. Was ist ein Ragnarok? Ja, Moment. Das ist der, der jetzt hoffentlich gleich alles erleuchten wird hier. Der hier. Der jetzt direkt an die Arbeit geht. Ja, danke. Siehst du ihn? Er heizt gerade meinen schlafenden Pal ein. Hallo. Warte. Wenn du keine Antwort auf deine Fragen haben willst, dann stell doch keine Fragen. Ansonsten müssen wir die Nacht hier mal überspringen, weil hier tut sich nämlich nichts mehr. Ich kann hier gerade den nicht aufnehmen. Was ist mit dem? Ja, der ist da gerade am Arbeiten. Deswegen sage ich ja, lass uns die Nacht kurz überspringen. Ja, aber da ist nichts zum Arbeiten. Wieso hast du noch mal eine Torte? Weil wir eventuell zwei brauchen. Pack den jetzt wieder weg, ne? Ja, aber sollen wir den nicht vorher einmal kurz schon mal reinmachen, die Paarung? Wir müssen jetzt erstmal... Ja, jetzt kommen sie schon raus. Ich hoffe, der kühlt auch wieder. Ja, er kühlt wieder, okay. Dann verderben sie wenigstens nicht mehr. Achso, ich kann ja gar nicht sehen. Sag das doch. Ich kann ihn nicht nehmen. Boah, ist das scheiße. Ist das scheiße. Kann ihn nicht nehmen. Wahrscheinlich, weil er gerade hier dran ist, oder was? Oder? Nee, das ist doch wieder so eine Scheiße hier, echt, ey. Wenn ich jetzt hier mithelfe, kannst du ihn dann nehmen? Nein. Noch nicht? Ja, pass auf, dann nehme ich den. Setz ihn hier dran. Vielleicht hat er dann... muss er es dann nicht mehr machen.
Ne, der kommt gar nicht raus. Jetzt flattert der da hinten rum. Willst du mich veräppeln? Hallo? Aber das ist irgendwie, man kann auch nichts da hoch machen. Also bei den anderen geht's aber auf jeden Fall. Das ist irgendwie etwas mit dem... Aber du hast den hier reingetan. Das ist nicht drückt, ja, dass du den mit F jetzt aus Versehen rausgeholt hast. Nein. Nimm die jetzt weg da nochmal. Geht nicht weg. So, jetzt ist meiner hier dran. Also hier dürfte er normalerweise jetzt nicht hinfliegen. Jetzt geht er da hinten. Was ist mit dem? Nein. Hast du ihn? Nein, ich habe den falschen, oder? Nee, du hast doch nur einen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den habe. Der Epi schleift den hier über den Boden, sag mal. Geht das noch? Jetzt rein. Oh. Jetzt macht er eine Torte rein. Und dann, ja, eine ist schon drin. Und dann sieht man nämlich, wenn man hier so ein bisschen reingeht, Paarung ist jetzt im vollen Gange. Es knistert nur so zwischen den Beinen. Warum muss ich mir dann immer Austin Powers vorstellen, wenn ich Aber ich möchte mir da jetzt nicht vorstellen, wie die beiden sich paaren, ganz ehrlich. Ja, also, das sind komische, ich weiß auch nicht. Eine ist hier drin, die haben sie aber nicht genommen. Wieso haben die nicht genommen? Also die habe ich ja... Die ist immer noch hier drin. Normalerweise verschwindet die direkt am Anfang. Oh, ich habe noch mal so einen ausgebrütet gerade. Ach, ich Idiot, habe kein neues reingemacht. Also ich habe noch mal einen, so ein Vanni-Dingsbums ausge... Vanni hat die Gesundheit. Ja. Sag mal, da hinten wird es aber langsam ein bisschen eng, wa? Hä? Wo ist der? Ah, da. Das sagen, ist ein Großkotz. Ganz am Ende. Also den Großkotz können ja gleich schlachten. Ne? Ja, das passt zu dir. Boah, ey. Ah, ich muss ja nochmal gucken, ob ich hier noch was machen kann. Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann wäre es vielleicht ganz gut. Jetzt habe ich den einen. Ach so. Was ist die Kiste nochmal? Also die Hand ist, dass sie das tragen, aber diese Kiste, was heißt das nochmal? Also die lagern können, oder? Ne? Nee. Ja, es ist ja eigentlich nein, das Hand, Tragen, oder? Hand, nein, Hand ist helfende Hand. Transport Ach so, ist das, was... nee, stimmt. Transport ist das hinten rechts, das letzte, vorletzte. Also die Kiste. Ja, ist das eine Kiste? Das ist bei mir irgendwie so eine... Ja. Weil eigentlich da das Feuer ist, hätte ich den schon gerne mitgenommen. Oh, die sind schon in der Hälfte der Paarung fast. Aber das ist jetzt natürlich auch Motivationscoach, ne? Wenn ich die jetzt erschieße, was passiert dann? Untersteh dich. Da habe ich doch so viele von. Nehmen wir die erstmal hier. Können wir mal deinen Barista hier austauschen? Der Solar mit dem Sehen und den, gegen meinen Broncho-Dingsfunks, weil die machen Garten 3. Was ich für ein Barista? Nur. Warte mal. Wie heißt sie? Ja gut, die hat mehrere Sachen. Ne, die macht noch mehr. Das ist auch scheiße. Du meinst Bristler oder was? Bristler, ja, ja. Die hat aber nur Level 1 in Garten. Da geht nichts vorwärts da hinten beim Pflanzen, richtig. Ja gut, die habe ich wegen der Alchemie reingemacht, weil der andere hat ja auch nur Level 1. Ja, aber wir haben sonst keinen einzigen, der anbaut. Und wir müssten eigentlich noch einen, der anbaut, haben. Kannst ja, das dein, Problem ist, wenn ich dieses Kapiti da rein tue. Der Holzfäller? Nee, dein Hirsch. Kannst du den nicht wegtun? Nee, das ist unser einziger Holzfäller, oder? Die anderen machen alle Steine. Ja, aber wir haben, weißt du, wie viel Holz der wir haben? Der macht Stein. 302. Ja, kannst du nie genug haben. Wir haben so wenig eigentlich. Naja, finde ich jetzt nicht. Wir haben da nämlich auch keinen anderen Holzfäller für. Was müssen wir überhaupt machen für die nächste? Zwei große Pralbetten bauen. Nimm kein Eisen, bitte. Ich will gerade das Fließband hier hinbauen. Was brauchen wir denn dafür? Nein, brauchen wir nicht. Erstens, ja, brauchen wir. Und zweitens war die Frage, was brauchen wir dafür? Weiß ich nicht. So, hochwertiger Stoff und Nägel müsste man dann noch herstellen. Nein, aber Nägel kann ich erst in der nächsten, im nächsten Level machen. Hä?
hochwertige Barren bräuchte ich aber noch welche. Die Pizza auch nur mit Erz, angesammelt oder? Jetzt. Ich habe mir extra welche gemacht, weil ich dieses Werkzeug machen will. Ja, ich will mir aber Sphären machen, deswegen frage ich ja. Aber nicht damit, bitte. Ob man die mit Erz macht. Wenn du das aber natürlich wieder mal nicht weißt, dann... Die hochwertigen Barren machst du mit Kohle und Dings. Mit Kohle und Eisen. Und jetzt verballert sie die ganze Sache. Ja, Steinkohle. Da haben wir aber auch noch über 200 Stück von. Ach so, ja, aber auch mit Erz. Ja, ja, klar. So, warte mal, dann mache ich ein paar rein schon mal und besorg mal Neues. Kannst auch nicht mit Dings machen, ne? Nein. Oh, jetzt habe ich den... Habe ich den jetzt mitgenommen? Scheiße. Ist mein Bogen? Ja. Komm, du bist Pflanze. Hol den bloß nicht raus. Nein. Ach, komm. Was jetzt? Dieser Blödmann sollte den nicht kaputt machen. Ich wollte ihn einfangen. Komm zurück, du Vollpfosten. Wieso gehst du jetzt nicht zurück in deinen... Oh, ey. Mann. Eine Torte fehlt. Wo haben wir noch Torte? Das geht wieder zurück. Was ist denn Mache? Nee, das geht nicht zurück. Doch, steht da. Es geht aber nicht zurück. Ah, die Torte ist nicht fertig. Wie lange... Ah, doch. Ich muss die reintun. Nee, Torte. Torte für euch. Ah, da liegt aber ein Ei. Hä, da ist aber ein Ei. Hä? Warte mal. Ja, dann lass die noch ein zweites machen. Ja, aber das kann man ja nicht... Doch, das kann man nehmen. Wenn du das Ei sehen kannst, dann kannst du es auch nehmen. Lass die aber auf jeden Fall noch ein zweites machen, weil Anubis ist richtig schnell. Und den kannst du auch wunderbar benutzen im Bergbau, ne? Oh, das ist doch nicht wahr. Ich bin so kurz vor dem Level, damit ich das machen kann und freischalten kann, weißt du? Ich muss hier noch irgendwas tun können. Jetzt ist da hinten wieder so ein blödes Dinossum. Wenn ich da jetzt... Ja, da hinten, hinterm Teich... Über den Teich, oder wie hieß dieser eine Film da nochmal? Hinter dem Monsun. Nein, das war durch den Monsun. Und die sind schon so viele Jahrhunderte mittlerweile out. Ich erschieß das jetzt da hinten, das Opossum. Ja, aber dann ist das doch tot. Du sollst das ja fangen. Also ich wollte das fangen für meinen Dex, weil ich hab keins. Das nimmst du mir ja auch wieder weg. Also ein bisschen habe ich schon verbraucht fürs Essen hinten, aber... Nimm dein Ei. Hier ist ein großes Jumbo-Ei drin bei Ja, aber das Brot. Ist doch noch gar nicht... Ach so. Doch. Hä, sind die schon fertig? Die sind fertig. Sind ganz schnell, Mann. Schnick, schnack, schnuck machen die immer. Hallo, dankeschön, ihr Süßen. Dankeschön. Jetzt haben wir natürlich jeder nur einen. Willst du noch welche züchten, bevor wir die gleich wieder da reinwerfen müssen? Lassen wir die erstmal drin, oder... Ja, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was da rauskommt. Was kommt da jetzt raus? Da kommt Anubis. Ein Anubis raus. Brauchen wir da nicht mehr von? Sind die ja, nicht deswegen könnten wir die ja jetzt erstmal... Also die sind sowieso verschiedene Eigenschaften, die dann bringen, ne? Was macht die da? Das ist aber nicht... Entweder schubbelt die ihm unten drunter irgendwas. Daddy, das ist bei mir gerade. Ja, die hast du ja jetzt alle weg abgezogen. Dankeschön. So... Da muss der Epi die Finger von lassen. Das schreibe ich dann ganz groß mit so einem Schild. Gameplayerins Anubis drauf. Ist nicht mal. Ja, ich habe jetzt überlegt, also da meiner nämlich noch eine halbe Stunde braucht und es dauert halt dementsprechend. Ne? Ich meine, wir haben es ja schon extra ein bisschen umgestellt. Das hatte ich in meiner Folge davor irgendwann erwähnt, dass wir es was schneller gemacht haben, weil wir halt nur diese einen, höchstens zwei Tage die Woche zum Aufnehmen haben. Und das dann Mist ist in dem Moment. Aber
dafür, dass wir alles nochmal neu machen mussten. Ich glaube, in dem Originalstand, also wo wir mit angefangen hatten, hatte ich irgendwie 53 registriert. Ich habe jetzt wieder 48. Zumindest von der Anzahl her läuft's im Moment. Weil das Beste, was du machen kannst, ist Tomatentoast. Das ist so... Ach, jetzt geh doch hoch, Mann! Also ich habe immer den Marmeladentoast. Der bringt auch gut was. Ja, das ist aber keine Marmelade. Weil wenn du die aus Tomaten machst, ist das keine Marmelade. Nein, aber da steht Marmeladentoast dran. Ja, aber das ist nicht richtig, weil... Ja, aber da steht Marmeladentoast. Ja, du brauchst aber Tomaten dazu. Hallo? Die können wir doch nicht einfach hier Marmeladentoast verkaufen und dann ist da Tomate drin. Ja, weil wir haben nämlich keine Beeren oder keine Marmeladenbeeren. Ja, aber... Doch, die Beeren, ja klar, die Beeren, die könnten. Ich glaube, die Beeren sind auch in dem Rezept drin. Für die Marmelade. Ja, aber warum geht. Hä? Ja, wofür du die Tomaten brauchst? Du hast dann halt diese ganzen Rezepte, ne? Diese, wo, zum Beispiel Salat oder was weiß ich was. Ach so, willst du jetzt noch eine Torte machen? Weil sonst würde ich das Mehl für das Brot verbrauchen. Ja, dann lieber eine Torte. Wir brauchen ja noch zwei. Wieso. Ja, es ist viel, du hättest noch ein Weizenfeld machen müssen, das ist viel zu wenig. Habe ich dich eben gefragt, dieses scheiß Salat, von deiner Seite. Sollen wir das Salatfeld aus? Wegmachen? Das ist total nein. Nein. Oh, was mit dem einen hier, das weiß ich auch nicht. Den kannst du auch nicht anvisieren oder so. Ja, so oder so werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.